Hallo Leute und willkommen zu einem, ja, wieder mal einem Mod-Video zu GTA 4 und ja, dieses Mal erzähle ich auch ein bisschen was dazu. Und zwar habe ich mir GTA 4 in der aktuellsten Version installiert und von Candyland, einem YouTube-Kanal, der ein oder andere von euch dürfte ihn eventuell kennen, so eine Anleitung nachgemacht, ja. Einfach das GTA 4 richtig schön modden. Und ich habe ein paar Schritte ausgelassen, aber so im Großen und Ganzen habe ich das gemacht, was da gesagt wurde. Und ja, ich möchte euch mal das Ergebnis präsentieren, denn ich bin sehr zufrieden. Die Sonne geht gerade auf. Es ist Punkt 6 Uhr in Liberty City. Und ja, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Was für Mods habe ich denn installiert? Einerseits habe ich ein HD-Texturenpaket installiert, was über 7 GB entpackt groß ist. Dann noch HD-Straßen, ja, die Texturen der Straßen sind jetzt auch anders. Hier haben wir eine schöne Sicht auf die Sonne. Ja, also es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Dann habe ich noch HD-Trees, also HD-Bäume installiert und CryNB-Version 3. Das ist schon alles. Diese Version gibt es laut der Anleitung in 4 verschiedenen Einstellungsstufen, oder 5 glaube ich. Also Low, Very Low, also Very Low, Low, Mid, High End und Ultra. Ich habe jetzt die mit Einstellungen genommen für den NB Series. Ansonsten läuft das Spiel auf sehr hoch. Ja, nur die Detailsicht und allgemein die Sichtweite ist etwas eingeschränkt. Was soll denn der Scheiß hier? Hier, nimm mein Geld. Hallo. Ja, und ich hatte ja schon mal ein Mod-Video zu GTA gemacht. Und da sah das alles viel zu krass aus. Und ich finde hier die Beleuchtung, die ist wirklich, sieht sehr schön natürlich aus. Fällt mir sehr, sehr gut. Und ja, das, was ich installiert habe, die Links werde ich auf jeden Fall auch in die Beschreibung packen. Also wenn euch das, was ihr seht, gefällt, dann ja, schlagt zu. Probiert selber aus. Und wie gesagt, ihr braucht jetzt nicht unbedingt ein Killer-System, ja, für das Ganze hier. Ja, dann wäre jetzt gesagt, was gesagt werden musste, und was können wir dann noch hier kurz machen? Ich kann euch jetzt leider keine anderen Wetterbedingungen zeigen, die sehen aber auch sehr schön aus. Allgemein alle Szenen, ja, ich habe jetzt hier keine gemoddeten Autos reingemacht, aber allgemein alles, was man so mitbekommt, Zwischensequenzen, und es sieht alles sehr schön aus, ja. Also da gibt es keinen Moment irgendwie, wo ich mir denke, das sieht jetzt dann doch ein bisschen blöd aus. Nein. Wirklich, eine super Einstellung. Auch nochmal einen großen Dank an Candyland an dieser Stelle. Ja. Ich genieße GTA 4 jetzt nochmal neu. Ich habe das Spiel echt sehr, sehr viel gesuchtet. Und jetzt kann ich es mir nochmal in einer schönen Grafik neu reinziehen. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war's dann mit dem Video. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch das hier gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Das würde mich auch sehr freuen. Bis dann, macht's schön gut und ciao.